So, welche Gebäude haben wir noch? Da vorne rechts ist noch was. Wir wollen ja alles genau unter die Lupe nehmen hier. Können wir auch noch was wegscannen oder so. Das ist auch wieder so heftiger Shuttle-Verkehr. Versteht man sein eigenes Wort kaum noch. War das hier in der Bude so drin? Ah, ein Behälter. Sehr gut. Und sonst jede Menge Kisten. Ja gut, die müssen ja auch irgendwo gelagert werden. Ist schon klar. Hatte ich nicht zwei Begleiter, die mit mir rumlaufen? Wo ist denn PB? Weg. Okay. Entschuldigung. Ich registriere Temperaturen unter dem Normalwert. Tun wir das nicht alle? Hallo? Jemand zu Hause? Das war wieder ein Shuttle. Ich habe schon Schreck gekriegt. Irgendwas sagt er mir hier. Oh, eventuell ist das unter mir, was ich finden soll. Was auch immer das sein mag. So Gebäude haben ja oft mehrere Etagen. Guck, da unten kann man auch noch rein. Wo ist denn der Eingang? Hier nicht. Andere Seite bestimmt. Ja, geh doch hier so lange rein. Rechts oder links? Erstmal rechts. Jetzt hüpft er da draußen rum. Komm doch rein, Mensch. Muss doch nicht da draußen auf der Scheibe stehen. Er wandert erstmal über das Gebäude. Mensch, komm doch einfach zur Tür rein. Gott, sind die Shuttles laut. Hier drin ist auch nichts. Müssen wir doch durch die andere Tür wahrscheinlich. Ich frage mich immer noch, wo PB abgeblieben ist. Der hat wahrscheinlich einfach keine Lust mehr. Da ist ein Datenpad. Und diese ein Handbohrer. Kiste enthält den Prototypen eines manuell geführten Eisbohrers. Geil. Dann entwickeln sie also eine tragbare Bohrmethode. Clever. Bisher gab es ja noch nie tragbare Bohrmethoden. Man konnte ja bisher nie irgendwie mit der Hand irgendwas bohren. Man braucht immer eine schwere Maschine dafür. Datenpad. Brünn Kemper. Log 478. Ella hat die möglichen und Idee nicht gefunden und 5 Probenstätten auf einen einzigen Radius eingeschränkt. Wir werden zu der Stätte Prozent und Fehler Doppelpunkt 224 und genug Proben für ihre Tests mitnehmen. Programmiere Gerät mit NAV.5 und Prozent Semikolon, 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 Fehler Doppelpunkt 224, Ende des Logs. Das beantwortet ja alle unsere Fragen. Würde ich sagen. Kannst du mit diesem Chaos irgendwas anfangen? Analyse läuft. Anscheinend stammt der Großteil ihrer Daten von einem einzigen NAV-Punkt. Aktualisiere jetzt. Okay. Hoffentlich sind sie alle okay. Den NAV-Punkt sollten wir dann mal aufsuchen. So, was haben wir hier noch drin? Hallo Typ. Der weiß immerhin, dass ich der Pathfinder bin. Das ist ja schon viel wert. Ach, hier war ich vorhin schon drin. Das ist das sehr unordentliche. Ja. Oh, da habe ich aber den Behälter übersehen. Entschuldigung. Ich habe beim letzten Mal vergessen, euch zu beklauen. Das tut mir sehr, sehr leid. Aber das habe ich ja jetzt nachgeholt. Okay, dann haben wir uns alles genauestens angeguckt. Ich guck mal kurz auf die Karte. Erinnerungsauslöser. Oh, den will ich mir auf jeden Fall holen. Wo ist der denn? Da, oh, hier sind mehrere anscheinend. Da oben. Da bei der
Satellitenschüssel anscheinend. Da fahre ich mal mit dem Auto rauf. Sofern es hier nicht feststeckt. Hoffentlich überfahre ich niemanden. Das wäre tragisch. Erinnerungsauslöser, ich komme. Und es gibt mehrere. Es erscheinen 3 Stück hier auf dem Planeten. Die soll ich am besten alle finden. So. Erinnerung, ich komme. Sprich zu mir. Noch ein eidetischer Auslöser, Sam. Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Aber gerne. Das ist also unsere blühende kleine Siedlung hier. Auch schön. Schön, schön, schön. Gut, also wenn ich das nächste Mal auf der Hyperion bin, unbedingt im Sam-Kern vorbeischauen. Dann haben wir hier noch... Ah, den Empfänger auf Volt aufstellen für die Fernsehübertragung. Das sollte ich auch auf jeden Fall... Da sind auch 2. Entschuldigung. Ach so, mit der Tempest kann ich natürlich auf EOS noch einen aufstellen. Da gibt er mir jetzt auch eine Markierung. Wir wollen aber erstmal nach da. Da oben. Ja, wahrscheinlich da oben drauf. Erhöhte Position für die Antenne, damit gut antennitiert werden kann. Da hilft die erhöhte Position immer ungemein. Oha. Oh. Oha. Sind wir hier richtig? Wir müssen wahrscheinlich bis da ans Ende, oder? Ich kann es mir jedenfalls vorstellen. Vorsichtig vorrücken. Ganz vorsichtig. Noch vorsichtiger. Oh, da sitzt ein Viech rum. Na, Kollege Waldbrand, willst du ein paar aufs Maul haben? Ein alter Eirohr. Schalt ihn ab, schalt ihn ab. Alter, der ist aber alt. Steckt da ganz schön was ab. Vorsicht, damit das Auto platt. Wir haben doch nur das eine. Oha. Ah! Puh, wir haben ihn erwischt. Gut gemacht. Das lief ja hervorragend. Puh. Und er hatte ein paar leckere Flüssigkeitsbeutel dabei. Flüssigkeit aus dem Beutel. Okay, und das ist quasi die Antenne noch verpackt, oder wie haben wir das? Oh, da ist irgendein Dings drin. Eine Konsole. Empfänger. Aktivieren. Oh. So. Der ist aber klein. Ein Empfänger ist schon mal in Position. Jetzt sollten die Leute hier die aktuellsten Neuigkeiten von der Nexus erhalten. Den hatten wir noch in der Tasche. Oder war das alles in den Kisten verpackt? Naja, Hauptsache hier ist jetzt ein Sender am Start. Nexus Nachrichtensignal, lauschen. Sie hören HNS, Ihren Nachrichtensender in Helios, eine unabhängige Abteilung der Andromeda-Initiative. Super. Deaktivieren? Ne, deaktivieren wir jetzt bestimmt nicht. Ich fahre stattdessen einfach mal weiter. Was haben wir denn noch zu tun auf diesem Planeten? Guck mal, hier sind noch so viele Dinge. So viele Dinge. Da unten zum Beispiel ist noch, und da ist noch so ein, und hier sind noch... Andere Schlachtfelder auf Volt finden. Da ist noch ein Erinnerungsauslöser. Der ist ja direkt bei dem Dings. Den hole ich mir. Da ist nur eine kurze Schnellreise vonnöten. Ich überlege, ob ich jetzt noch alles auf diesem Planeten mache oder ob ich erstmal zurückkehre und andere Dinge tue. Wir können ja immer noch hierher zurückkommen. Huch. So, den Erinnerungsauslöser holen wir uns. Der ist irgendwo hinter uns. Und dann kehre ich vielleicht erstmal zur Tempest zurück und dann fliegen wir nochmal zur Dings. Zur Nexus. Und das da vorne, hatte ich das schon untersucht mit Waffengewalt?
Das sieht doch sehr aus, als würden dort Cat hausen. Wir sollten uns diese Cat-Tech vielleicht mal ansehen. Unbedingt, ja. Machen wir doch mal. Mit Ansehen meine ich natürlich alles erschießen. Halt doch mal still da oben. Ja, so ungefähr. Ich hoffe, dass es geht. Da kommen sie alle runter, gehüpft. Ich komme mal kurz zu euch hoch. Hey! Hoch! Erwischt. So, gibt es hier irgendeine Technologie, die wir uns an den Nagel reißen können? Irgendwas? Überreste gibt es auf jeden Fall. Und ein Behältnis mit Dingen drin. Und sonst? Soweit ich weiß, bohren die Forscher hier in das Eis, um es zu untersuchen. Ich schätze mal, irgendjemand hier wird schon wissen, wofür dieses Eis gedacht ist. Ich glaube nicht, dass dieses Eis für Slushies gedacht ist. Dafür ist das Wetter zu schlecht. Ja, die schlürft man eher im Sommer. Mehr gibt's hier aber auch nicht. Weiter zum Erinnerungsauslöser. Der irgendwo da oben ist. Wahrscheinlich direkt da auf dem Felsen links von mir. Also meine professionelle Vermutung. Wir am besten rauf. Oh, hier können wir zur Not noch ein Mineral abbauen. Alter, guck mal, wie viel Kupfer ist denn hier? Kupfer, 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 Baby. So, bis zum Maximalausschlag. Der O, der ungefähr hier ist. Und schon haben wir jede Menge Kupfer. 161. Fett. Fett, Baby. So, Erinnerungsauslöser. Hier ist wieder Kupfer. Noch mehr Kupfer. Ich meine, kann man je genug Kupfer haben? Direkt hier am Erinnerungsauslöser. Ja, voll der fette Ausschlag. Wird es noch mehr? Müssen wir da zu dem Felsen eventuell? Ich will natürlich den höchsten Ausschlag. Nee, da geht es nur wieder runter. Da ist eher Beryllium. Ich glaube, hier ist echt der größte Ausschlag. Zack, Kupfer am Start. Und wir holen uns einmal kurz unsere Erinnerung. Noch ein Erinnerungsauslöser? Eine der Erinnerungen Ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf dem Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Na, Sigi. So, sollen wir dann mal zur Tempest zurückkehren? Ich würde fast sagen, wir machen das mal. Schnellreise, jawohl. Und baden erstmal in unserem Erfolg. Immerhin haben wir diesen Planeten schon Terra geformt oder geterraformt, wie auch immer man das nennen mag. Und hier eine Kolonie errichtet. Ja. Und gehen jetzt erstmal an Bord der Tempest. Reden noch mit unserer Besatzung, das ist auch immer sehr wichtig. Und kehren dann, glaube ich, einmal zur Nexus zurück. Damit wir dort eine freigeschaltete Erinnerung uns ansehen können. Wir machen ja Fortschritte auf allen Ebenen. Ui. Dann müssen wir, glaube ich, mal nach Aya zurück. Um da mit dem Anführer des Widerstands zu sprechen. Ich habe seinen Namen gerade vergessen. Also es gibt genug zu tun, keine Sorge. Nicht, dass ich Sorgen haben würde. Aber ich mache mir schon Sorgen. Jor sagt, Ephra wartet auf ihren Anruf, Pathfinder. Ah, richtig, Ephra. Ach, da müssen wir... Pathfinder, Sie okay. Haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Auch das, okay, ja. Dann lese ich erstmal ein paar E-Mails. Azari-Flüchtlinge, Unrider von Korra. Ryder, es gibt Berichte über Azari-Flüchtlinge auf Eos. Sie haben es geschafft. Vielleicht wissen Sie auch etwas über Ihre Arche. Unterhalten wir uns, wenn Sie Zeit haben, Korra. Aber selbstverständlich...
Wir wollen doch die Asari-Arche finden. Sehr gut. Turianer auf Havarl, Unrider von Kandros. Pathfinder, ich erhalte Berichte, dass auf Havarl Turianer gesichtet worden sind. Da es eine angeranische Welt ist, hatte ich gehofft, sie könnten der Sache nachgehen. Apex ist nicht gerade für seine diplomatischen Talente bekannt. Hier ist Diskretion erforderlich. Kandros. Aber selbstverständlich nehme ich auch das in die Lupe. Ein sinnloses Vorhaben. Unrider von Gil. Ihre Crew spielt jetzt regelmäßig Poker, um ihre Fähigkeiten zu verbessern und mich vielleicht irgendwann zu schlagen. Ich wette, das war PBs Idee. Ich habe sogar den armen Sie haben sogar den armen Joel dazu überredet. Also, ich brauche wohl so schnell keine Gehaltserhöhung. Wie es aussieht, strömen demnächst auch so jede Menge Credits in meine Richtung. Wenn ich etwas für Emoticons übrig hätte, wäre jetzt genau hier ein dämlich grinsendes Gesicht. Gil. Er zockt also die Leute beim Poker ab. Fein. Kontakte knüpfen. Unrider von Liam. Info. Nach Arya habe ich als erstes versucht herauszufinden, mit wem man sich wirklich unterhalten kann. Denn wie wir alle wissen, sind die, die das Sagen haben, oft nicht sehr bodenständig. Joel hat mir ein paar Tipps gegeben und ich habe auch einige Namen von kleineren angaranischen Kolonien. Es wird eine Weile dauern, bis sie uns vertrauen, aber das Wichtigste ist der direkte Kontakt. Das habe ich bei der Krisenbewältigung oft beobachtet, vor allem nach einem Krieg. Falls die Nachrichten von Konsulin Verand sehen, das sind nur Kontaktversuche von mir. Costa. Liam hat eine Liste von Medien beigefügt, die sich mit dem Thema Erstkontakt beschäftigen. Dabei sind seriöse Science-Fiction und ein Asari-Video über den Erstkontakt mit der Menschheit, das Wie sie uns wahrnehmen heißt. Cool, das würde mich ja interessieren. Erstkontakt finde ich interessant. Seltsamer Voltstein, Unrider von Chief Lucan. Pathfinder, dieser Stein, den Sie gefunden haben, ist wirklich außergewöhnlich. Soweit ich es sagen kann, ist er das Überbleibsel eines Meteoriten, der die Geißel durchquert hat, ehe er auf Volt niedergegangen ist. Dadurch wurde er mit einer ähnlichen Ladung versehen. Die Anwesenheit von den heliosheimischen metallischen Elementen innerhalb des Steins könnte einen solchen Transfer ermöglicht haben. Ich weiß nicht, warum die Arti so darauf reagiert haben. Ich habe ihn in einer mit Blei isolierten Kiste verpackt. Er macht mir Angst. Chief Lucan. Ausgewogene Ernährung. Unrider von Lexi. Hallo Ryder. Im Rahmen meiner Aufgabe, für das körperliche und geistige Wohl der Crew zu sorgen, sende ich Ihnen hiermit einige Tipps für eine ausgewogene Ernährung. Da Sie sich jeden Tag ausgiebig körperlich betätigen, ist es wichtig, dass Ihr Körper alle Nährstoffe erhält, die er braucht. Kohlenhydrate 5 bis 11 Portionen täglich. 11 Portionen? Soll ich den ganzen Tag nur fressen? Obst und Gemüse 4 bis 5 Portionen täglich. Proteine 3 Portionen täglich. Fett höchstens eine Portion täglich. Also, wichtig, höchstens ein Stück Butter am Tag fressen. Ist ja eine Portion. Einmal ein halbes Pfund Butter, so aus der Hand naschen, eine Portion. Schon habe ich meine Tagesration Fett in Tuss. Kommunikation von Joel. Unrider von Joel. Pathfinder Rider von der menschlichen Initiative. Ephra, der Anführer unseres Widerstands, hat mich privat kontaktiert. Er ist extrem beeindruckt, dass wir dem Einsatztrupp auf Vault helfen konnten und ich habe ihn wissen lassen, dass sie eine zentrale Rolle dabei gespielt haben. Vielleicht hat er ihnen all das schon gesagt, aber wie ich Ephra kenne, hat er es wahrscheinlich nicht. Was mich angeht, habe ich viel über Vertrauen gelernt, diesem Team anzugehören und mich dafür zu öffnen, ihnen und den anderen zu vertrauen. Ich habe gelernt, dass Vertrauen eher ein Gefühl ist als eine Wissenschaft und es scheint eine universelle Wahrheit zu sein. Universell, verstehen Sie? Ich werde versuchen, in Zukunft noch mehr zu vertrauen. Dieser Einsatz könnte mein Leben verändern. Gute Nacht, Joel. Und Geheiminfos Volt von Commander Dozeal. Ihre Befreiung des Arbeitslagers auf Volt hat uns neue Informationen gebracht. Seit Jahren haben die Cat unsere Arbeit in der gefrorenen Stadt Janik ignoriert. Dass wir nach Überresten unserer vergrabenen Vergangenheit suchen, schien für sie keine Bedrohung darzustellen. Aber eines Tages müssen wir etwas entdeckt haben, das die Cat für außerordentlich gefährlich halten. Sie sind in die Stadt eingefallen, haben unsere Archäologen getötet und versklavt und alles abgeriegelt. Die Informationen aus dem Arbeitslager schienen zu bestätigen, was bisher nur haltlose Gerüchte waren. In den Tiefen der Stadt könnte eine alte KI aus der Zeit vor der Geißel im Eis eingeschlossen sein. Das erklärt die schnelle und gewalttätige Aktion des Präfekten. Ich habe gehört, dass die Cat-Tech wie künstliche Intelligenz scheuen. Und sie wollen natürlich nicht, dass so etwas uns in die Hände fällt. Bitte behalten Sie dieses Wissen für sich. Klar, ich werde niemandem verraten, dass ihr eine KI im Eis vergraben habt. Ich werde einfach hingehen und mir sie angucken, wenn ich das nächste Mal da bin, sofern das möglich ist. Suvi, wir haben uns lange nicht unterhalten, oder? Ich habe Bilder des Gewölbes gesehen. Es ist verblüffend, wie groß es ist. Ja, ne? Und wie viel davon haben Sie noch nicht entdeckt? Was, wenn es noch viel größer ist? Wofür ist all dieser Platz gedacht? Party!
Für wilde Reliktpartys natürlich. Ist doch klar. Wofür sollte man ihn sonst nutzen? Nun, das ist der Techno-Bunker. Aber glauben Sie wirklich, Sie haben... Ja. Oh, das war ein Scherz. Oh, das hat jetzt aber länger gedauert, als ich dachte. Der war gut. Okay. Sie arbeiten also eng mit dem Wissenschaftsteam der Nexus zusammen. Ja, ich versuche in ständigem Kontakt mit ihm zu bleiben, um alles zu besprechen, was wir hier draußen entdecken. Viele Köpfe sind nun mal besser als einer und Dr. Aridana ist wirklich brillant. Ich arbeite einfach am besten, wenn ich jemanden habe, mit dem ich mich austauschen kann. Cool, cool. Mir ist immer noch nicht ganz klar, wie wir Andromeda von zu Hause aus überhaupt sehen konnten. Das ist mir auch nicht klar. Mich hat das auch verwirrt. Durch die Verzögerung des Lichts müssten ja alle eintreffenden Daten 2 Millionen Jahre alt gewesen ja. sein. Ja. Also habe ich Dr. Aridana gefragt. Und sie hat gesagt, naja, wir haben das nicht mit unserer Tech gemacht. Es war die der Geth. Aha. Sie machen Witze. Die Killer-Roboter aus der Milchstraße? Genau die. Und wie die funktioniert das? Die Initiative hat Daten von einem Gitter tief im Weltraum erhalten. Einem Geth-Konstrukt. Aridana sagt, die Geth hätten ein Massenportal nachgebaut und den Transitkorridor zu einem ULG-Sensor umfunktioniert. Interessant. Einem was? Er funktionierte wie ein Teleskop, nur eben schneller als das Licht und lieferte viel aktuellere Informationen. Das ist interessant. Wir wissen allerdings nicht, warum die Geth an Beobachtungen außerhalb der Galaxie interessiert waren. Vielleicht werden wir es auch nie erfahren. Hm, wahrscheinlich, ich meine... Die Geth sind ja empfindungsfähig gewesen, vielleicht waren sie einfach neugierig, so wie wir. Wusste mein Dad darüber Bescheid? Warum hat er mir nichts gesagt? Er war ein Geheimniskrämer. Vielleicht hat er es nicht gewusst. Die Geth sind Isolationisten und feindselig. Wie deine Mutter. Um diese Infos zu benutzen, ja, sie überhaupt zu beschaffen, mussten wahrscheinlich zahlreiche Grenzen überschritten werden. Anscheinend. Wann haben sie angefangen, an einen Gott zu glauben? War's Meine gestern? Eltern waren beide Wissenschaftler. Mein Zuhause war von Rationalität geprägt. Als ich dann ins Teenageralter kam... Da hast du viel Tee genagt. Lassen Sie es mich so ausdrücken. Während andere Jugendliche batterianische Musik für sich entdeckt haben, fand ich zu Gott. Hm. Aber Ihre Arbeit als Wissenschaftlerin... hat meine Überzeugung nur noch gestärkt. Vor allem, als ich angefangen habe, mich mit Molekularbiologie und Physik zu beschäftigen. Ich bin dabei immer wieder auf dieselben Muster gestoßen. Sie waren wie Wasserzeichen eines Künstlers. Für mich ist dieser Gott ein Künstler, ein Erfinder. Nicht jemand, der kontrolliert, ob ich mir auch die Zähne geputzt habe. Ja, interessante Sichtweise. Was wissen Sie über das Terraforming-Netzwerk der Relikte? Ist es cool? Soweit ich es sagen kann, dienen die Gewölbe dazu, nahezu sämtliche Faktoren eines Planeten zu regulieren. Auch die Luftfeuchtigkeit? Der pH-Wert des Bodens, die Zusammensetzung der Atmosphäre. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass sie die Entstehung von Leben anregen können. Oh, cool. Wenn wir herausfinden, wie man die Gewölbe kontrolliert, könnten wir diese Welten zu perfekten Lebensräumen machen. So wie ich es bereits zweimal getan habe? Obwohl, es sind noch keine perfekten Lebensräume, aber wir haben was verändert. Was können Sie mir über die Geißel erzählen? Wir wissen, dass sie kein natürliches Phänomen ist. Irgendjemand hat sie erschaffen. Und mit irgendjemand meinst du... Oder etwas getan, das zu ihrer Entstehung führte. Aus welchem Grund, wissen wir allerdings nicht. Das ist uns immer noch ein Rätsel. Okay. Ich Danke. Sollte mich wieder an die Arbeit machen. Aber natürlich. Ach, ich mag es, mit der Mannschaft zu reden. Immer wieder schön.